Jetzt haben wir auch mal einen Teil der Ostküste Istriens kennengelernt. Das Wetter änderte sich aber und so haben wir uns entschlossen, unsere Reise nach Dalmatien fortzusetzen. Auf unserer Reise in den Süden haben wir die Küstenstraße genutzt. Die ist viel reizvoller als die Autobahn und zu dieser Jahreszeit ist sie auch gut befahrbar. Im Süden ändert sich dann das Landschaftsbild und mit ein bisschen Fantasie kann man sich doch hier gut vorstellen, wie Winnetou hier gelebt hat, oder? Wir haben unser nächstes Ziel erreicht und es ist der Blue Sun Camp in Paklenica. Das ist ein Axi-Campingplatz mit voller Ausstattung. Wir haben uns hier in der Zeit unseres Aufenthaltes pudelwohl gefühlt. Man kann nicht immer nur Glück haben mit dem Wetter. Es muss auch mal regnen. In der Nacht hatte es schon angefangen zu regnen und das hielt dann den ganzen Vormittag an. Einige haben schon die Flucht ergriffen. Aber wir sind auf dem Campingplatz geblieben und haben ausgeharrt und am Nachmittag hatten wir dann eine klare Luft und eine tolle Sicht über das Meer und über die Berge. Diese Region bietet wirklich jedem etwas. Man kann hier baden oder wandern, man kann Radfahren oder klettern. Und hier in der Gegend wurden ja auch Teile der berühmten Winnetou-Filme gedreht. Zum Beispiel war hier die Filmkulisse für den Schatz am Silbersee. Ganz in der Nähe vom Campingplatz befindet sich ein Hotel, in dem die Schauspieler in den 60er Jahren gewohnt haben, als die Filme gedreht wurden. Und gleich daneben ist ein kleines Winnetou-Museum.
Bei Komoot hatten wir uns wieder einen schönen Weg rausgesucht, auf dem man herrlich mit dem Fahrrad langfahren konnte. Also ging es gleich nach dem Frühstück los. Zum Abschluss haben wir uns noch den kleinen Ort Stari Grad Paklenica angeschaut. Ein typisches Touristenörtchen. Morgen geht's für uns ja dann schon weiter in Richtung Zadar. Wenn ihr wieder mitkommen möchtet, dann abonniert doch diesen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann seid ihr immer dabei und werdet auch immer informiert, sobald neue Videos erscheinen. Für heute verabschieden wir uns aber erst einmal wieder von euch. Und sagen wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.